Also ich habe es bereits viel vor. He? Ja. Die halbe haben wir eingeladen. Die halbe. Sind wir es gleich mit dir? Sind wir es gleich mit dir? Ja, du. Ich schlage Ihnen einfach vor, dass wir mal mit den Verordnungen anfangen, wenn du nicht da bist. Ja, Moment mal. Dann möchtest du mal sagen, dass ich in deinem Einverständnis unsere Sitzung soll eröffnen. Ja, du, wer nicht da ist, hat gehabt. Ist das immer so gewesen? Ist Ironik. Begrüße ich uns also zu dieser Komiteesitzung. Leider in absentia von Carlo Werder. Ja, der Carlo, der eigentlich etwas das Protokoll machen. Ja, das kommt dann noch dazu. Also, dann schlage ich vor, Hans, willst du gerade zu Beginn einmal aufschreiben, dem nicht erschienenen Carlo Werder wird von den übrigen Mitgliedern das Missfallen ausgesprochen. Wieso soll ich jetzt da nicht aufschreiben? Wieso du nicht? Oder anders noch mich gefragt, wer denn sonst? Ich kann ja nicht die Sätze präsidieren und gleichzeitig noch das Protokoll schreiben. Nein, hat's mir geht's denn da? Gut, ich mach's. Aber nur der erste. Ich danke vielmals. Ich danke dir im Namen von der ganzen Versammlung. dann würde ich zu Beginn noch mal kurz rekapitulieren. Also, wir haben abgemacht, dass unsere drei Familien, Dini, Carlo, Sini und Mini, übernächsten Samstag würden ein Grillfest durchführen. Jawohl. Und zwar haben wir gesagt, en grand famille, mit allen Familienmitgliedern, also Trita, der Cari, der Carlo, Janine, Sandra, ich, du, Tanet, Zarina. Halt, Zarina kommt nicht. Nein, Zarina kommt nicht. Ja, Zarina kommt nicht. Die hat da nicht gern Fleisch und so eine Holzkohle, kommt sie aus dem Münchner. Nein, aber das geht doch nicht. Kannst du vergessen? Nein, Zarina ist verantwortlich gesehen für das Mineralwassersortiment. Das ist abgemacht gesehen. Dann müssen wir halt umdisponieren, aber ich habe sicher meinem Kind keinen Grillfrust da. Umdisponieren. Hä? Die kommt nicht, kannst du vergessen. Umdisponieren. Hast du eine Lösung? Umdisponieren. Ich hasse. Hä? Schreib auf. Jawohl. Verantwortlich neu für Mineralsortiment ist der Carlo Werder. Der Carlo Werder, ja. Und lauf dich, Freund. Dann kommt ich jetzt zum Bier. Und wenn das Bier das A und das O ist von jedem Grillfest, ja, bist du gut, Hans? Herr Präsident. Ich mache es nicht gern, wenn ich schon so früh muss das Wort ergreifen. Aber ich habe das Gefühl, das Bier steht noch nicht zur Diskussion. Zuerst müssen wir doch einmal wissen, wo dass wir das Fest durchführen wollen. Ja. Ich würde jetzt das Traktandum wo würde ich vorziehen. Ja, also, ich kann mich dem natürlich nicht verschliessen, Hans, wenn du meinst, sollen wir das du bringst mir auch nicht in Verlegenheit, weil ich da bereits drei Vorschläge ausgearbeitet haben. Ach, da bin ich jetzt aber gespannt. Jawohl, und zwar der erste Vorschlag wäre im Waldrand oben. Ja, das ist sehr schön. Ja, aber das geht leider nicht, weißt du, die haben das Grüppelturnier dort. Ja, die wollen sie auch wieder das Fest. Genau, ja. Der zweite Vorschlag ist bei dir daheim. Nein, hör auf! Ich weiss es, Hans, da geht nichts. Haben wir mit den Nachbarn, mit dem Gantenbein, mit dem Kriegel ein Problem, weil er kommt und sagt, seine Hände haben wir auch vergessen. Ja, genau. Das geht auch nicht. Genau, dritter Vorschlag wäre bei Medenheim. Ja, jetzt haben wir die Lösung. Ja, nein, da geht leider auch nicht, weil wir aus unserem Rasen haben noch so einen biologischen Pflanzplatz gemacht und haben schlicht und einfach zu wenig Platz jetzt. Und darum wäre ich jetzt froh, wenn vielleicht von deiner Seite her auch noch irgendeinen konstruktiven Vorschlag hätte. Ah, das sind deine drei ausgearbeiteten Vorschläge. Ja, die habe ich jetzt hier so. Ja, du bist schwieriger so spontan. Ja, wem sagst du da, gell? Wobei, Moli hat eine Lösung. Hast du eine Lösung? Weißt du was? Ich erhebe einen ganzen Antrag. Umso besser. Also, verantwortlich neu für den Festort ist der Carlo Werder. Carlo Werder, genau. Moment.
ist mir nicht ganz wohl dabei, dass wir super demokratisch sind. Lass abstimmen. Ja. Besser, ja? Ja, ja. Also dann machen wir es ganz einfach. Wer dem Hans im Antrag, den alle gehört haben, will zustimmen, soll es bezeugen mit Aufheben von der Hans. Ja. Ja. Einstimmig und ohne Gegenstimme. Wunderbar, 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 wunderbar. Dann würde ich jetzt zwangsläufig weiterfahren, und zwar Art und Größe der Grillierinstallationen. Ja, bis der gut Hans. Dazu würde ich vielleicht sagen, da würde ich jetzt mal da von dem runden Happy Fire Modell abkommen. Da gehen deine Bratwürste der Rost. Ja gut, aber bei dem Löhli quadratischen Feu de Fanny, gell? Also da Lampe und Däume, alles Hölle, Abi, Klose, da bringst du ja nichts drauf. Man könnte natürlich. Man könnte natürlich, weißt du, magst du dich erinnern, das Dreieck-Modell versucht, da hat es den Wack geschaut, weißt du, und wenn du nichts drauf hast, macht es. Psst, nein, Hans, nein, ich hab's noch da nicht. Du hast das Gefühl, ich will nach oben raus aussehen, so wie du. Ja, das ist ein Spass von mir, aber das tun wir jetzt nicht protokollieren. Nein, bitte nicht, aber bitte zum Protokoll. Ja. Verantwortlich für die Größe der Grillierinstallationen ist der Carlo. Carlo, ja. Hey, ich habe schon wieder ein Problem vom Tisch. Und dann laufst du. Apropos Tisch, Hans. Ja. Da muss ich jetzt nicht eben sagen, wo mir schon lange Zeit auf dem Magen liegt. Weißt du, Magen? Ich habe einfach das Gefühl, in Sachen Tisch, da sollten wir zu uns wirklich einmal neben das Neues einfallen lassen. Ja, ich bin sofort dabei. Ja, ich bin sofort dabei. Was willst du jetzt nur dazu sagen, Hans? Mit dem Paar, der Fosenschlitten. Ja, das ist eine glänzende Idee. Lecker Staub, da steht der Fosenschlitten. Die kannst du im Garten so zwanglos herstellen, weißt du? Du musst ja jetzt auf jedem Schlitten jetzt eine andere Fleischsorte, weißt du? Du musst wandern, ja. Und bei jedem Schlitten steht eine von unseren Frauen mit einem Kochmützchen und so weiter. Genau, unsere Frauen können es auch ein bisschen lustig machen. Ja, natürlich. Ja, ja, wunderbar. Also, dann schreib auf. Verantwortlich für Davosenschlitten und Kochmützen. Verantwortlich. Und Frauenablösungsplan. Frauenablösungsplan. Ist ja. Carlo gewesen. Ja. Wunderbar, wunderbar. Dann könnte ich jetzt wieder zum Bier. Und wie ich vorher schon gesagt habe, weil das Bier voll im Zentrum steht, für jeden wird ja ein bisschen gut, Hans. Freund, du als Grillierprofi solltest da wissen. Also vor dem Bier kommt dann das Fleisch. Oder, Karl? Kommt das Fleisch. Ja, da kann man. Da kann man. Nein. Also willst du wirklich, dann musst du... Das musst du machen. Da kann man natürlich machen, wie man will. Dann tue ich das Fleisch vorzüge. Und jetzt sagen wir jetzt ganz einfach und bescheiden. Ja. Bratwürst, Hamburger, ja. Rindsfilet, ja. Halbsmedaillon, ja. Spitzkotelett, ja. Spare Ribs. Freilandhörnchen, Scampi, Speckscheibe, Schafskotelett, Wachtlein und Enterbrüste. Ja. Genau. Ob fürs Gewehr, das sind Servel auf dem Stuhl sehen. Ja. Ja. Wunderbar. Ja, das ist schön. Und jetzt, wie gesagt, kommt ich wieder zurück zum Bier. Und ich habe gesagt, also, ich will hier kommen. Ja, wie du es hast. Stecken. Das ist aber ganz. Da muss doch farblich aufeinander abgestimmt sein. Ja, Mensch, wirklich. Ja, da wird nicht gemütlich. Ja. Da wird nicht gemütlich. Also, schreib auf. Ja. Verantwortlich für Ästhetik am Festplatz ist der Carlo Quäler. Ja, ganz genau. Ja, schön, dann ist er weg. Apropos Ästhetik. Jawohl. Da muss ich aber ganz klar mal sagen, von diesen Kartonbällen und von diesen Plastikgeschirr, mit dem essen wir dann nichts. Nö. Nein, ganz sicher nicht. Nein, 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 nein. Weißt du, nehme ich dann meine Jumbo-Grillier-Patentbox mit. Dort drin haben wir alles. Dort drin haben wir Teller, wir haben Gläser, wir haben Gestick, wir haben Gläser, wir haben alles dabei. Also, bitte auch ein bisschen gut Hans. Du, eine Idee. Wie wär's, wenn wir alles von Fußspür essen? Weißt du, das ist doch der Blutsch, wenn so Tropfen zwischen den Nieren. Nein, Hans, und dann noch alle Loder an der Töbel. Nein, Hans, das ist ein. Hast du noch nie etwas gehört von Schmiedehändchen? Weißt du, die Herdhändchen? Du, das ist eine Bombenidee. Schreib auf! Ja. Verantwortlich für 10 Paar Herdhandschuhe ist der Carlo Pferd. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir alles, oder? Nein. Wurstwaren und andere Fleischsorten. Da hat der Carlo gesagt, er macht das.
Hey, aber lassen wir ihn da. Nein, lassen wir ihn noch. Okay, schön hier. Gut, sonst ist er wieder enttäuscht. Genau, ja, genau. Also, gut, dann Lampions, Windlichter und Fackeln für Beleuchtung am Festplatz. Sind alles vorbereitet, also sind im Schlafoben von Square, das nimmt jetzt okay. Ja, mit, das ist eigentlich nicht. Wunderbar. Dann Tischkärtli. Jetzt haben wir gesagt, wir müssen wandern, ziehen kurz von Schildtisch. Hans, bitte nicht den höhnischen Ton. Hans, ein Grillfestli ohne Tischkärtli ist für mich kein Grillfestli. Da geht doch keine Stimmung. Los, ja. Wer da? Ja, der kann da. Ich kann nicht zeigen. Ja, nicht einmal ein Surfer. Der ist nie nur ein Kreiter, der ist nie in der Schule. Schrobi, machen wir so ein bisschen schnell. Wunderbar. So. Dann hätten wir es eigentlich, genau. Ja. Dann würde ich die Sätze im Schlüssel. Ja, ich habe es schon vergessen. Bier natürlich, genau, das ist noch sehr wichtig. Das Bier, das ja am Zentrum. Vielleicht willst du da dazu noch das Wort ergreifen, Hans? Ja, genau. Wie wäre es jetzt, wenn wir in einer Woche zur gleichen Zeit eine speziell einberaumte Biersitzung? Super! Ist wichtig genug. Ich verstanden. Perfekt. Ich danke dir, Hans, im Namen von der ganzen Versammlung. Ja, danke schön. Danke, jawohl. Dann würde ich jetzt somit die Sitzung schliessen, das aufschreiben. Jawohl. Und danke allen fürs Erscheinen, besonders dir, Hans. Ja, weißt du, das ist schon ein Schüssel. Hei, weißt du, wenn ich mich auf den Abend freue? Ja, ich freue mich darauf. Weißt du mal, ohne Schnickschnack. Also, leicht, leger, unkompliziert. Da höchst. Weißt du, wo geht's da noch? Sag mir mal, wo geht's da noch? Ja, aber weißt du, Hans, neben macht die gleiche verdammte Hure verrückt. Warte. Nein, wirklich, der Gewerde. Der Carlo Gewerde, weißt du? Heute hat er wieder keine Zeit, oder? Aber übernächsten Samstag, unserem Grillfest, profitiert er wieder mit der ganzen Familie von unserem Krampf. Genau.